bin Alexandra und arbeite seit 11 Jahren bei der Deutschen Flugsicherung als Softwareingenieurin. Die DFS, das ist die Deutsche Flugsicherung, die macht den Himmel über Deutschland sicher. Das heißt, wir sorgen dafür, dass die Flugzeuge von A nach B fliegen können und sicher dort ankommen und landen können, wo sie geplant sind. Dafür braucht man eine ganze Menge Technik und Computersysteme, die wir selber pflegen und auch warten. Ich bin von der Konzeption bis zur Programmierung bis zum Testen dafür zuständig, neue Features, neue Entwicklungen umzusetzen. Das Besondere ist dabei, dass man schon lange daran gearbeitet hat und es dann einfach spannend ist, das Ganze dann live zu sehen. Vor allem, wenn dann die Fluglotsen wirklich richtig daran arbeiten und nicht wir Entwickler das Ganze nur testen, sondern das wirklich dann live geht. Ich mache seit über 30 Jahren Karate und Karate ist für mich nicht nur ein Sport, sondern ein Lebensweg. Etwas, das mich durch mein Leben begleitet, das meine Einstellungen verändert hat und das mich stark gemacht hat. Für mich war im Karate immer das Wichtige, dass man niemals aufgibt. Und das ist etwas, was man dann auch gut ins Leben übertragen kann. Diese Einstellung hat mich in meinem Leben oft unterstützt, wenn es mal wirklich anstrengend wurde. Ich denke, was mich bei meinem Job genauso oder ähnlich fasziniert, ist, dass man sein Leben lang weiter lernen muss, dass man immer wieder neue Herausforderungen kriegt, dass man sich in neue Aufgaben einarbeiten muss und dadurch geistig genauso gefordert ist wie beim Karate, dass man genauso sich konzentrieren muss, dass man immer sich wieder neuen Aufgaben stellen muss. Seit 2 Jahren arbeite ich im Drohnenprojekt. Dabei sorgen wir dafür, dass wir die Drohnen in den deutschen Luftraum integrieren. Das heißt, wir sorgen dafür, dass die Drohnenpiloten sicher auch den Luftraum benutzen können. Dafür haben wir ein System entwickelt in der Cloud-Umgebung, so dass wir Services anbieten können, dass sie sich selbst überwachen können, wenn zum Beispiel der Rettungsheli querfliegt, dass es da keine Konflikte geben kann. Ich denke, mein Job ist wichtig, weil wir in Deutschland jeden Tag mehr als 11.000 Flugbewegungen haben. Und da es deswegen wichtig ist, dass die Fluglotsen sich auf ihre Computersysteme verlassen können, und wir im Systemhaus sorgen dafür, dass sie das auch tun können. Als Karatekämpfer ist man eben gerade nicht ein Einzelkämpfer, sondern man ist eigentlich Teil eines Teams. Genauso wie bei der Deutschen Flugsicherung. Wir alle zusammenarbeiten im Team und keiner als Einzelkämpfer.